Die Stromrechnung setzt sich aus 4 Positionen zusammen. Netznutzung, Energieversorgung, Steuern und Leistungen an öffentliche Stellen. Wie wird der Tarif für die Energielieferung an die gebundenen Kunden im Tessin-Verteilgebiet jedes Jahr neu festgelegt? Der Energiepreis wird insbesondere durch den Mix der in den 3 Jahren vor der Lieferung bezogenen Energie bestimmt. Sopra-Cenerina wird von der Azienda Elettrica Ticinese beliefert, die zusätzlich zur eigenen Produktion auch auf dem schweizerischen und europäischen Energiemarkt tätig ist. Der Durchschnittspreis der an SES-Kunden gelieferten Energie wird durch die Markteinkaufsstrategie und durch die mit der Azienda Elettrica Ticinese abgeschlossenen Sonderverträge für die Lieferung von Energie aus lokalen Wasserkraftwerken bestimmt. Hinzu kommen die Kosten für die SES-Produktionsanlagen, das heißt die Wasserkraftwerke Jumadio und Ticinetto, sowie die 33 Photovoltaikanlagen in der Region und die von unabhängigen Produzenten, insbesondere von Kleinstwasserkraftwerken und Solarkraftwerken, abgenommene Energie, die nach jährlich festgelegten Tarifen vergütet wird. Der letzte Punkt, der zur Festlegung des Strompreises beiträgt, ist die Bruttomarge, die SES gemäß den von der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ELCOM festgelegten Parametern anwendet. Die ELCOM überwacht zudem die Einhaltung der geltenden Vorschriften durch alle Schweizer Energieversorger. Die Bestimmung des Endpreises der an die Verbraucher gelieferten Energie ist keineswegs einfach. Es gibt viele Elemente und Variablen, die ihn beeinflussen.